Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Die Frage ist halt, ja. Und das haben wir jetzt gelernt, wir gehen ja eh immer, wenn die Neuen rauskommen, in die Richtung. Ja. Ne? Ob wir vielleicht echt wieder so ein Team bauen, ein schönes Hybrid. Mit Bundesliga schön drin, ja. Irgendwas, ne? Vielleicht echt Bundesliga, Premier League. Wobei Coutinho mal zocken wäre auch mal geil, ne? Ja. Wird halt wieder schwer. Gut, ich gehe eh wieder aufs 4-2-3-1 mal wieder, ja. Ne? Da ging's, aber bei dir wird's halt schwer, ne? Puskas, R9 und Cruyff. Full Icon, oh Digga, Full Icon fühle ich nicht, muss ich ehrlich sagen, oder? Nee, könnten halt echt so ein bisschen auf die Bundesliga gehen. Ja. Weil ich glaube, bei der Bundesliga könnten ein paar geile Ficker kommen, ne? Mhm. Coutinho und Rodrigo vielleicht mal. Coutinho ist wild, Jungs. Ja, könnte man natürlich auch. Rodrigo haben wir ja auch, ne? Ja, haben wir doch schon gezockt, oder? Haben wir den rausgeschmissen, weil er so scheiße war? Ja gut, dann haben wir auf RS gespielt. Ist halt die Frage, wir gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Five-Star-Skillers da im Team. Weiß es nicht. Gut, wird auf jeden Fall gut aussehen, das Projekt hier neben. Wird auf jeden Fall gut aussehen, aber sau schwer. Vamitot kommt halt safe, ne? Pedro. Boah, Marcelo, Jungs, niemals. Marcelo ist wirklich nicht gut. Davis, Alaba und Kimmich safe. Ja, wäre auch geil, ne? Dieser Pedros, sagen doch einige, Gemada, Brasilianer. De Bruyne wäre halt auch geil. Und ich wünsche mir eigentlich mal einen De Bruyne. Ja, wie kriegt man den aber rein? Ist halt die Question, ne? Und wenn wir, sag ich mal, links mit Ding gehen, nochmal. Was denn? De Bruyne, Rashford und so eine Geschichte. Geht auch, ja, geht auch. Tagliafico sagen ja auch viele, ne? De Bruyne und Cancelo. Tagliafico, ja, sagen auch viele. Den müssen wir halt dann als Sechser spielen, aber dann halt schon noch ein Trümmer neben dran, ne? Im Sturm dann Richie, what if? Ruben Dias. Ja, Ruben Dias, das wäre so halt schon voll, aber es wird halt dann echt schwer. Wie machst du es dann mit De Bruyne, ne? Ja, und so kriegen wir halt da kaum Bundesliga rein, ne? Neres und Taglia ist halt auch geil, ne? Das wäre mal eine geile Kombi. Das wäre mal eine geile Kombi, ja. Tagliafico können wir auch gleich mal da reinmachen. Weil der soll doch so gut sein, sagt doch jeder. Ja, sieht doch auch wild aus, ne? Mit seiner Brille geht er bestimmt gut, ja, ab. Gehen wir mal hier auf Neres, der war ja auch krass, ne? Der hat auch gut getriggert. Da ist er doch. Ist eine geile Kombo, fühle ich, ne? Fühle ich. Klar, Ake kriegen wir so da rein, ne? Ake haben wir. Nathan Ake. Ja, sieht schon stabil aus, ne? Wäre halt auch ein geiler Link so. Was kosten Maldini noch? Da hätte ich ja auch mal Bock drauf auf den, ne? Könnten wir vielleicht echt wohl das Projekt abfahren, ne? Haben wir nie gespielt. War uns immer zu teuer all die Jahre. Wir holen mal drauf. Hätte ich ja echt mal Bock auf so einen Maldini. Da war uns ja immer zu teuer. Ja, der wird auch jetzt noch zu teuer sein. Ja. Kauf ihn. Ja, Moment. Kauf ihn. Ja, Moment. Kauf ihn, sag ich dir, wie es ist. Problem wäre halt nur, das mit Coutinho würde ja gar nicht passen, ne? Ja, könnte ich halt Käufen rüberholen, Coutinho vor. Ja, diesen Petros. Den anderen raus. Was wollen wir mit dem? Der sieht aber gut aus, der Petros. Der Stinker, Digga, der stinkt. Okay. Das ist halt so, ne? Der Junge in den Sturm, der Schmutz. Broski hat gesagt, Maldini ist nicht gut. Maldini ist Schmutz. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn bei Broski was nicht gut ist, war es bei uns immer gut. Immer gut, ja. Stimmt, wir hätten halt noch Cancelo Tops, dann haben wir ja auch ein Rot. Wäre auch geil eigentlich. Wäre auch geil. Dann wäre der ja auch schon durch. Ja. Neymar vorne rein. De Jong hat mir doch, Jungs. KDB ist ja auch durch, ne? Der ist auch für dich. Wir bräuchten noch eine Defensive. Ach, den könnten wir halt echt wieder spielen. Das wäre halt auch krass, aber das ist immer wieder so in einer Liga, ne? Wir könnten halt den Bobby spielen, ne? Bobby Freeze war das, ne? Der war schon gut, ja. Der war schon nicht verkehrt. Wen gibt's denn mal noch? Gibt's nicht mal Mora? Oh, könnten wir mal spielen? Nee, Food Birthday, ne? Wie kriegen wir das aber hin? Wir gucken mal kurz, Premier League, gibt es immer was Neues, was man auch? Ja, Mount bringt uns nichts, Benzema tots. Ja, Bobby, aber ob der noch in der aktuellen Lage gut ist? Sané, Digga, der hat mich gerade ein bisschen geil gemacht, ja, aber bin ich ehrlich. Aber das Problem ist offensiv dann, ne? Wir brauchen eine Defensive. Leroy? Ding raus, oder? Sag ich dir, wie es ist. Coutinho raus. Ja. Können wir aktuell nicht gebrauchen in unserer Phase. Dann wäre der aber hier. Wie ging es dann weiter? Thielemann ist stark. Der bräuchte jetzt auch einen Abräumer, ne? Thielemann sagt, viele passt aber halt nicht vor, ne? Essien Moments. Wow. Kimmich. Kimmich, aber Kimmich ist halt auch kein reiner Abräumer, ne? Da haben wir wieder das Problem mit der Mitte. Wir brauchen einen Bär. Wir bräuchten einen Bär. Wir können ja noch unseren Essien nehmen. Müsste ja nicht mal der Moments sein, ne? Weil dann hätten wir wieder das Problem, der hat hoch, und der hat
Hoch, hoch, hoch. Aber gut, ist halt trotzdem ein Büffel hin, ne? Ist aber auch riskant. Ich glaube, ein Mittelhoch misst schon nebendran. Kimmich und Gnabry RM. Ja, Kimmich hat halt das Problem. Ah, Can. Emre Can, was mit dem? Das sah doch ganz geil aus. Wo ist er denn? Mittelhoch, ja. Könnte man halt mal testen. Ist jetzt auch nicht der Übersprinter, ne? Sieht aber gut aus, ne? Aber schlecht sieht er eigentlich wirklich nicht aus. Matthäus. Ja, sieht halt richtig wild aus. Spezialbewegung, okay. 4, 5 ist ja dann gut sowieso. 5 sowieso gut. Sogar der hat 5. Tolisso. Boah, Sancho, kann der was? Oh, stimmt. Das sah doch auch ganz sexy aus. Mhm. What if ist das doch, oder? Ja, what if. Sieht halt auch nicht schlecht aus, ne? Und wir werden halt auch durch, ne? Ich sag euch, wie es ist. Goretzka, Tots, Diebels. Team sieht willenlos aus. Ja, wir können mal... Bin ich ehrlich? Ich geh mal auf Goretzka, den holen wir mal noch rein. Finde ich gut. Sieht dann auch wild aus, wenn er dann kommt. Aber hat er noch wieder Hochmittel, das ist fix raus. Also schlecht finde ich, sieht das Team auch nicht aus, ne? Ja gut, wenn jetzt zum Beispiel so ein Goretzka Tots oder so käme. Ich gucke, Sancho wird... Ja gut, weiß nicht, ob Sancho einer... Sancho war da dabei? Könnte man den wählen? Ich weiß es gar nicht. Guck mal in die Box. Könnte man Sancho wählen? Gerade richtig los. Can ist nicht spielbar. Haben sie eigentlich auch recht, ne? Warum? Guck dir das mal an, Antritt. 71, Digga. Tolisso stimmt immer auch abgeschlossen. Can ist krass, really. Ja, er sagt halt auch wieder jeder was anderes, ne? Aber Benzema Tots. Vertraut Sané außen Dreck. Ja gut, er wird ja bei uns gar nicht mal außen spielen, ne? Wir haben doch Sané, glaube ich, schon mal gespielt, oder? Okocha, Okocha, Okocha. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Das Problem ist, Jungs, wenn wir jetzt Okocha reinmachen, dann haben wir zu viel Offensive. Ja. Okocha könnten wir selbst spielen, aber dann müssen wir halt überlegen, wie wir dann noch einen Abräumer reinkriegen, ne? Was haben wir denn? Wir gehen mal kurz Bundesliga, wenn wir ein bisschen hier vorbei snacken. Bundesliga, wir gehen mal da drauf. Kimmich sieht halt auch wild aus, über den Safe da hoch Mittel, ne? Boah, aber sieht halt auch geil aus, ne, eigentlich. Jo, das ist auch ein gutes Maschinchen. Auch nicht verkehrt, aber haben wir auch schon, glaube ich, gespielt. Da haben wir ja sogar gesagt, dass er gut ist. Wen hätte man da noch? Gündogan, Tots, stimmt. Aber dann kriegen wir halt mit Sancho ein Problem. Schauen uns mal Gündogan an. Fünferkette und Alaba auf die 6. Wäre auch geil. Hochmittel. Ey, wäre auch eine gute Idee, ne? Fünferkette und Alaba auf 6 ist schon was Nices, ne? Einfach nur geil, Alaba Tots auf der 6. Mama. Es gibt ein kompliziertes Projekt aber dann, du, ne? Ja, wir gucken mal, wir machen den mal da hoch. Als 6er wäre halt schon wild, ne? Tausch mit Maldini, aber... Was haben wir denn da noch an 5er-Ketten? 5-3-2, da haben wir halt die Flügel nicht, ne? Ja. Das wird sauschwer, Jungs. Oder gehen wir mal auf die, wo wir eben hatten. Cancelo dann auch nicht voll, ja, das wird... Das nee, wird... auf die andere, die an Anfang, die 4er. Ah, die 4-5-1. Mhm. Baili rechts. Den hatten wir ja auch schon mal angezockt. Baili? Ja. Hatten wir doch, haben wir doch gesagt, dass wir jetzt so zufrieden waren. Mhm. Hatten wir doch gleich beim Bundesliga-Tots geholt. Könnte man natürlich ach so, auch noch ja, Chance so. Geben. Ja. Neuer ins Tor. Da wird's halt schwer. Wami mit Endo. Oder halt, mach nochmal, tausch mal Ake und Maldini. Wie könnte man halt hier, wenn man hier auch schon auf Bundesliga geht. Ja, könnt Cancelo rausmachen. Mbabu eigentlich? 3-4-3 und dann RAV. Ach stimmt, ist auch noch gut. Ist auch noch gut. Ja gut, dann haben wir halt wieder das Problem hier. Wir brauchen jetzt noch einen Abräumer, ja. Ne? Ja gut, oder wir ballern da halt hier halt ein Ding rein. Bei Icon wird der Innenverkehr sein, weil ich sag mal ganz ehrlich, wenn Wami kommt, wird eh schwer zu linken. Ja. Und so können wir halt direkt Wami austauschen, 1-1, ne, um 19 Uhr, falls er kommt. Könnten halt auch die Sparflamme fahren, sage ich dir auch, wie es ist. Und könnten unseren... ich bin auf ZWM, ich blöd, Mann. Essien mal spiele. Ja, Sancho, weißt du, hat jemand Sancho schon gezockt? 5 Sterne hat er, ne? Ja. Könnte eigentlich schon sexy Freitag sein, Freitag ist ne? Nicht Serie A, Freitag ist Bundesliga, Bro. Yep. Silas wird nie kommen, der muss kommen, Digga. 4-3-3. Ja, was meinst du? Ja, wir könnten halt auch direkt Wami bringen, ne? Boah, aber mit der 82er Wami-Karte, wir wollen ja schon ein bisschen im 48er ein bisschen... Druck mache. Wenn die Wami-Karte kommt, sind wir natürlich die Erste, die tauschen, aber... Gut, hat man auch noch nicht getestet, ne? Können wir mal testen.
Aber was mir nicht gefällt, dass wir halt hoch haben in der Mitte. Das wird eh wieder abfacken. Der ist schon hoch und dann mit SCN auch hoch. Ja, da müsste man dann andere Bolide reinhauen. Was für ein guter Lotter? Was hat uns Lotterlötsche? Auch hoch. Was hat's Lähmsche? Lähmsche war auch Elite-Saison. Boah, Lähmsche war ja ganz krass. So ein Fipsi Hartmann würde ich ja auch mal wieder fühlen. Hat er nicht auch hoch? Ich weiß nicht. Welcher Lamo Damo war denn das? Der 89er war es, ne? Ja. Hoch, aber der war schon wild, ne? Der war schon wild. Lahm war schon geil, hat auch Spaß gemacht. Nehmt anstatt Maldini Vidic Moments, der ist günstiger. Ja, es geht aber aktuell gar nicht mal so ums Linken, ne? Es geht eher um was für Spieler wir spielen. Was ist. Ach, Schweini können wir nicht, Digga. Nee. Schweini war so schlecht. Ja, ich sag mal, das Grundgerippe steht ja wirklich eigentlich schon ganz gut. Gefällt mir echt gut. Nkuku ist eine Maschine. Ja, das Ding ist, Jungs, wir brauchen einen Defensive, der nicht hoch hat. Weil wir haben mit De Bruyne schon hoch. Wir brauchen auf der 6 einen reinen Abräuber. Aber Fipsi ist halt echt eine Kanallegende, ne? Kanallegende oder Vieira rein. Aber da haben wir halt schon zwei Brecher. So ein kleiner, schmutzliger Fipsi halt nebendran, ne? Der hat schon Spaß gemacht. Mit Deutschland ist er später vielleicht gut fürs Bundesliga trotz noch, ne? Um einfach noch geiler reinzulinken, Digga. Und wir waren eigentlich mit Fipsi immer sehr zufrieden, ne? Makelele. Schnell war mit Fipsi eigentlich relativ zufrieden. Makelele Moments. Den sagen echt viele. Das schreiben echt viele, aber ich habe irgendwie einen Hass gegen den Bruder. Warum? Weil mich seine 50 Schießen abfacken. Ja, aber defensiv sieht der halt schon. Ist halt schon ein Klotz, ne? Rein mit ihm, gib ihm die Chance. Wir geben ihm die Chance, scheiß drauf, ja. Wir geben ihm die Chance, der sieht ja schon wild aus als reiner Abräumer. Aber in der WL lache ich die Gegner nochmal aus, ne? Ja. Mit Makelele. Aber vielleicht ist er krank. Ja, und regt mich immer auf, dass er alles abräumt. Ja. Vielleicht ist genau das der Mann. So, und du müsstest halt, wenn du 4-4-2 spielst, halt ein Sané im Sturm spielen, aber das wird ja kein Problem sein. Maldini habe ich aber halt auch ein bisschen Angst, sage ich dir auch, wie es ist, ne? Coutinho lieber als Sané. Ich finde auch, das Team ist wild, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Wir könnten natürlich auch einen Coutinho vorne reinbuttern. Ja, aber den als Stürmer, das sehe ich schon, Sané schon ein bisschen... Hat aber Spezialbewegung 5, sehe ich jetzt. Nicht schwächer wie ein Sané. Können Sie mal vergleichen, die Boys? Wir sind nach dem sehr Arbeitsrate. Mittel ist lost im Sturm, sag ich ja, wie es ist. Aber Beweglichkeit 99, Balance 99. Das ist natürlich Antritt sexy. 98. Aber der sieht halt schon krank aus, ne? Ja gut, vorne sind wir im Endeffekt auch komplett flexibel, ne? Wir könnten da einfach noch so ein richtiger, ekliger, unangenehmer Bastard reinsetzen. Geht auch. Können auch irgendwas anderes reinholen. CR7 Toti, nein, den hatten wir erst. Und den will ich auch nicht schon wieder in den Sturm haben. Was gäbe es denn noch so für Alternativen? Benzema, Tots auch sehr stark. Jungs, wäre eher, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Oder dieser Harry Kane, das ist ja eigentlich Amo. Was hat denn ein Harry? Also Ware sieht aber auch wild aus, ne? Drei Sterne, der sieht halt echt gut aus, guck mal. So ein Beisamo vorne drin. Vielleicht ist auch das, was uns letzter Zeit fehlt, Drecksau. Ja. Wir haben nur schönen Wetterfußballer vorne. Das ist wirklich das Problem. Oder ein Wadi, was mit dem Wadi? Ja, drei Sterne Spezialbewegung. Das ist ein Benze. Auch gut. Aber da sehe ich einen Suarez halt da vorne, ne? Digga, der Suarez sieht krank aus. Suarez so krank. Soll man dem mal die Chance geben? So ein Beißer vorne drin. Suarez beste. Suarez schwärmen aber auch viel, ne? Machen wir Abstimmung, würde ich sagen. Tommy, kannst du mal eine Abstimmung machen? Ich mache derzeit einen Kopf. Ja, das Ding ist oh durch. Es ist Suarez. Ja, Tommy, passt. Das Ding ist durch. Das wird Suarez. Boah, aber so, aber das ist halt auch geil, aber sorry, ne? Wir brauchen einen Kenny Dalglish vorne rein. Safe. Ja. Was soll der Geiz? Die zwei vorne drin. Wild, Digga, wild.